Okay, komm her. Nein, 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 nein. Willkommen zurück, meine Abonnenten, zu Let's Play Minecraft Hardcore. Es ist immer der gleiche Anfang bei meinen Let's Plays, ja, beziehungsweise bei Minecraft Hardcore. Und zwar, weil mir einfach kein anderer einfällt. Und was sollte ich auch anderes sagen? Ich müsste jetzt mal einen Weg dort rüber in die Festung finden, ohne dass ich sterbe, weil... Ja, im Hardcore-Modus ist Sterben eine ziemlich scheiß Eigenschaft. Der dauerhafte Tod ist beim Sterben so eine negative Eigenschaft, das solltet ihr aber eigentlich wissen. Und deswegen baue ich jetzt nämlich immer ein... Wow. Bitte keine Lags. Hier oben sind Lags wirklich abartig tödlich. Und eigentlich wollte ich noch nicht sterben. Verarschen. Sterben ist natürlich, wie gesagt, die negative Eigenschaft des Todes. Nein, Moment, tot bleiben. Tot sein ist die negative Eigenschaft des Sterbens. So rum. Und hier geht schon mal nicht raus, sondern wir gehen hier lang. Ja! Ja! Ja, ja, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ihr seid echt wichtig. Dankeschön. Oh, und hier sind gleich noch mehr. Oh ja. Wow. Oh, bitte nicht laggen. Immer diese Sekunden-Lags, das ist echt schlimm. Außerdem sehe ich gerade nichts, weil die Sonne blendet, so. Jetzt dürften wir hier drüben hochkommen. Moment, von dort aus kamen wir gerade eben. Dort waren ja, genau. Wir gehen dann mal hier hoch. Es ist ein bisschen dunkel hier. Huch. Mann, keine Lags, bitte. Okay. Ich suche nämlich gerade Lohn. Oh, das klingt doch mal sehr schön hier. Beziehungsweise, naja, ob das wirklich schön ist, ist eine andere Sache. Wo seid ihr denn? Ihr seid, glaube ich, über mir seid ihr. Ich glaube es. Ich hoffe es. Dauerhafte Tod ist eine negative Nebenwirkung des Sterbens. Jetzt haben wir unseren ersten Lohnstab, oh Gott. Sehr schön, die sind tot. Und wir haben zwei Lohnstäbe, das ist sehr schön. Aber hier ist ein Scheider, leider kein Spawner, wie ich gerade sehe. Sondern die waren hier einfach zufallsgeneriert gespawnt. Aber immerhin, wir haben Lohnstäbe. Und die brauchen wir, um die Enderperlen in Enderaugen umzuwandeln, um den finalen Dungeon zu finden. What? Au, 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 au. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Okay. Ruhig bleiben. Da oben bist du, du hässlicher Gar. Okay. Wow. Okay, komm her. Nein, 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 nein. Wow! Fuck! Wo kommst du denn her? Wow! Wow, 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 wow. Es ist ja nicht so, dass mich das gerade, dass mich das Mistvieh gerade total erschrocken hat, aber ich hatte noch zwei Herzen und das Ding stand direkt hinter mir. Und ich habe nichts mehr zu essen.
Obwohl doch, ich kann mir was zu essen machen. Oh. Verdammter Scheiße, das Ding hat mich aber gerade wirklich. Boah. Der Punkt ging an den Gast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielen Dank, du hässliches Miststück eines Gasts. Hier. Leben, frischt euch bitte auf. Mein armes kleines Herzchen. Das war gerade echt eine knallharte Erfahrung. Aber warum muss ich den Geist auch schlagen? Wow! Du kleiner mieser Hände. Sicher Gast. Okay, ich gehe lieber weg. Oh, du hast mich auch noch. Ach, noch her, du hässliche. Wenn ihr so weitermacht, bekomme ich dadurch bald genügend Goldnuggets. Okay. Wow! Wo kommst du denn her, Magma Slime? Um ehrlich zu sein, ich hatte es eigentlich noch nie in Minecraft sonderlich aus dem Creative Mode mit Magma Slimes zu tun. Wow, ich bin. Okay, ich drop jetzt am besten einfach mal die Schaufel. Wow. Ja, gut, dass du mich verfehlt hast. Oh, okay. Ja, du bist mir jetzt egal. Oh. Brennst du schon? Du brennst. Schieß. Ja. Na, ja, schade. Boah. Oh, und da hat sich Minecraft. Okay, ich hab gerade Angst, in gewisser Weise runterzufallen. Deswegen starte ich mal kurz Minecraft neu. Bis gleich. So, frisch geht's wieder zurück ans Werk und ich glaube, dieser Schock von diesem Pigman, der auf einmal hinter mir stand, der wird mich mein Leben lang verfolgen. Oh. So dermaßen habe ich mich das letzte Mal bei Amnesia erschreckt, aber doch nicht bei Minecraft. Ihr wollt mich nicht töten, oder? Nein. Okay. Oh. Mein Gott, das war echt gerade die härteste Härte der harten Härten, Alter. Wow. Ach, steht ein Pigman auf einmal hinter mir und ich habe noch zwei Herzen. Scheiße, Mann. Boah, ich hatte mir vorgenommen, mich niemals bei Minecraft so dermaßen zu erschrecken, dass es ja schon fast wehtat. Aber der hat definitiv gesessen, hat er. Wow, muss ich schon sagen. Ist auch kein Spawner. Gehe ich mal hier einfach mal eine kleine Abkürzung. Ja, egal. Oh mein Gott. Wow. Gratulation, Pigman. Du hast es geschafft, mich zum ersten Mal so richtig zu erschrecken. Ich habe mich noch nie vor einem Pigman erschrocken. Und warum sollte man sich auch vom Pigman erschrecken? Aber gut, ich spiele den Hardcore-Modus und. Ding, 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 ding. Sehr unschön.
So, ein bisschen Spawnplatz verschaffen hier. So. Ich werde jetzt noch ein paar Blazes töten müssen für das Zeug. Das werde ich jetzt aber nicht aufnehmen, weil nein, das würde zu lange dauern. Ich werde nicht sterben, ich verspreche es euch. Und wenn, nehme ich auf, wenn ich tot bin. Weil ich muss davon so viele jetzt sammeln, bis ich genügend habe. Und das würde jetzt die Aufnahmezeit nur in die unendliche Länge ziehen. Also wir sehen uns gleich, Leute. So, willkommen zurück, Leute. Ich habe jetzt ein paar getötet von ihnen. Ja, 10, 12, 15 Stück. Und... Ah, Gott, komm. Ich hasse dich. Hört auf, mich zu beschießen. Das ist nicht mehr lustig. Verdammt, weg hier. Es macht keinen Spaß, mit euch zu spielen. Ja, okay, ich weiß. Okay. Ich hasse dich auch. Weißt du das? Verstecken bringt nichts, sagte ich und kriege selber ab. Okay, ich lebe noch. Einen will ich noch töten. Ja, ich darf ein bisschen laufen, bis ich wieder zu Hause bin. So, das reicht jetzt. Tschüss, ich hau ab. Und zwar in dieser Richtung. Einfach ablaufen, abhauen. Hier nochmal einen Zwischenstopp machen und was zu essen craften. Mit den zwei Pilzen und mit den anderen Pilzen, die ich hier noch hab. Und dann weg hier. Einfach laufen. Raus aus dieser Hölle. Ist ja voll der Höllentrip. Lauf. Lauf, was das Zeug hält. Oh, da geht's nicht hoch. Ja, hallo, Pigman. F3 sagt mir, ich muss noch ungefähr 400 Blöcke laufen. Ist mir egal, solange ich hier lebendig rauskomme. Raus aus dieser Hölle. Und zwar lebendig. Danke für den Leck. Auf nach Hause. Bei dieser wundervollen Musik. Suche ich ja gesagt das Portal nach Hause. Stellt euch vor, ich würde es nie wiederfinden. Minecraft Hardcore verloren in der Hölle. Part 441.397. Wir haben das Portal immer noch nicht gefunden. Nein. Ich suche nach einem Anhaltspunkt, ob ich irgendwo schon mal gewesen bin. Ja, generier dich erstmal dort hinten. Sehr schön. Ja, los. Schaffst du noch?
Ja, Frame-Einbrüche. Okay, Minecraft hat sich doch ganz aufgehangen. Ich starte mal kurz neu. So, da bin ich schon wieder. Joa. Willkommen zurück, Leute. Nein, ja, ich war auf dem Weg zurück zum Portal. Unsere Zeit läuft uns davon, weil die Folge ist gleich beendet. Und sobald ich durch das Portal schreite, zurück in unsere Welt. Aufnahme beenden! Hilfe! Ah, komm her! Du hässlicher Gast. Oh, bam! Heul doch! Gib mir deine Gasträne. Moment. Die tausche ich mal gegen... Ich dachte gerade, da kommt irgendwas angekrochen. Dabei war das... ein Erfahrungspunkt. Das Zombiefleisch. Und... die jämmerlichste Art zu sterben wäre jetzt eigentlich, dass ich verhungere. Soweit kommt es aber nicht. Moin, Pigman. Ich müsste jetzt gleich eigentlich zurück sein. Hui. Ich müsste. Ich grab mich jetzt einfach mal hier durch. Oder ich grab mich eher gesagt mal nach hier oben. Oh, ich dachte gerade, ich falle jetzt in Lava. Oh mein Gott. Verarschen? Muss es doch irgendwo rausgehen. Super, und ich habe nicht geguckt, auf welcher Höhe ich war, als ich aus dem Portal kam. In der Hölle, Part 257. No, never dig straight down. Eine Minecraft-Weisheit. Wie war das noch mit der Minecraft-Weisheit? Fuck. Ich bin fast tot. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe mich auch noch irgendwo in der Hölle verlaufen. Aber das Portal müsste eigentlich... hier irgendwo sein. Na super. Ja, hier war das, okay. Oh Gott. Oh mein Gott, wo ist das Portal? Ich bin auf Höhe 33. Ja, Leute, wir sehen uns dann in der Hölle. So wie es ausschaut, bin ich nämlich gleich tot. Mache mir gerade echt Gedanken um meine Gesundheit. Oh mein Gott. Okay, das war alles richtig. Okay, ich musste gerade mal luschern, wo ich bin. Das war bei 0... 93... 14...
Das heißt. Das müsste ungefähr. Sein. Also graben wir uns hier mal nach oben. In der Hoffnung, hier nicht gleich auf etwas Lava-ähnliches zu stoßen. Sondern eher gesagt auf das Portal. Gott, ey, hier ist was. Nein, ist es nicht. Oh mein Gott. Die Folge habe ich voll überzogen, Leute. Aber es ist ja nur gut für euch und schlecht für meine Hochladezeiten. Aber egal. Also Leute, ich sag's jetzt schon mal, wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie verdammt knapp gerade ist, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt auf Abonnieren und kommentiert fleißig und ja, sagt, wie spannend ihr es wart. Und sagt mir, ob ihr euch bei diesem verdammten Pikmin erschreckt habt, der mich erschreckt hat. Weil wenn ja, dann fällt mir gerade was auf. Ich bin zu hoch. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Bitte, Portal. Ja! Hallo, Portal. Ich liebe dich. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.